bevor das Video startet, wollte ich eine kurze Erklärung geben. Und zwar, das wird sozusagen eine kleine, ASMR, wie nennt man das, kleine Serie, nennt es, wie ihr es wollt. Und zwar dachte ich mir, ich fand das eine ganz coole Idee. Ich mache so 3, 4 Roleplays hintereinander. Ich muss da schauen, wie viele ich da mache. Und zwar sind die sozusagen in einer Reihenfolge und ich würde euch empfehlen, das hier zuerst anzuschauen, dann das nächste und so weiter und nicht mit irgendeinem anzufangen. Und ja, also falls euch die Idee gefällt, schreibt es mir doch gerne in den Kommentaren. Ich versuche so schnell wie möglich sozusagen die Fortsetzung zu filmen und ja, heute folgt dann die erste Folge sozusagen beim Reisebüro. Ich müsste hier nur irgendwas gucken. So abenteuerlich, also was Neues, was komplett Neues, was man nicht jeden Tag so macht. Also eher so im Sommer. Ja. Kein Problem, kein Problem, da kann ich mal eben kurz ein bisschen schauen. Also, also dieses Jahr, also natürlich, jetzt ist es schon ein neues Jahr, frohes Neues übrigens für Sie, ist Neuseeland ganz beliebt. Ist auch sehr beliebt. Sowas wie Russland, also St. Petersburg, kann man auch schön besichtigen. Gibt es auch viele schöne Dinge. Oder Lissabon in Portugal. Wobei auch im Allgäu kann man sich auch anschauen. Was halten Sie davon? Ist für sie alles so ein bisschen Mainstream, wie man es heutzutage sagt, oder? Ja. Kann ich vollkommen verstehen, kann ich vollkommen verstehen. Ich kann mal für sie etwas, ja, eher außergewöhnlicheres suchen. Also, was man eher macht, wenn man wirklich mehr so die Welt besichtigen möchte. Reiseführer wäre das für Sie was? Perfekt.
Eben auch die Preise. Also ich suche mal für Sie, nur für Sie extra mal den günstigsten Preis. Es wird von Frankfurt losgehen, von Frankfurt, dem Flughafen. Und ja, der Flug würde so ungefähr so 500, 600 Euro kosten. Ja, doch, doch, 500 Euro. Nee, Entschuldigung. Entschuldigung, ich habe einen Fehler gemacht. 869 Euro wird es kosten. Oder wäre das doch für Sie etwas zu teuer? Sie müssen aber auch bedenken, dass es wirklich ein einmaliges, ja, wie nennt man das, Erlebnis, was man dort bekommt. Also ist man was komplett anderes, als wenn man zum Beispiel nach Paris oder so ja, fliegt. Hätten Sie daran Interesse? Perfekt, perfekt. Dann buche ich das mal eben für Sie, ne?
Alles klar. Ich druck das dann mal eben für Sie. Und ja, da muss ich kurz nachher noch etwas unterschreiben. Und dann können Sie auch morgen schon ja, da zum Flughafen fahren. Und ich wünsche Ihnen dann also ich wünsche Ihnen dann auch schon viel Spaß, aber erstmal drücke ich das für Sie kurz. Und wir sehen uns gleich. Ich muss mal dafür in einen anderen Raum gehen. Ich habe das eben für Sie hier. Ich eben noch mal kurz unterschreiben und dann kriegen Sie den Zettel. Den behalten Sie, den geben Sie bei
Bescheid. Und ja, also, ich unterschreibe meinen Coins. Alles klar.